Verehrte Zuschauer, willkommen zurück zu unserer Berichterstattung von der Bautech 2012 in Berlin hier bei Messe Live TV. Wir sind nun bei Thor Helikel und zum Gespräch begrüße ich Jan-Henning Hachmeier. Herr Hachmeier, Sie präsentieren hier Spiralankersysteme für die professionelle Mauerwerkssanierung. Was können wir uns darunter vorstellen? Ja, Spiralankersysteme sind innovative Systeme für die Mauerwerkssanierung. Wir haben zwei unterschiedliche Produktbereiche. Zum einen Spiralankersysteme für die Riss- und Sturzsanierung und zum zweiten Luftschichtsanieranker für die nachträgliche Mauerwerksvernadelung. Was genau hat es mit den beiden Systemen auf sich? Ja, beginnen wir mit der nachträglichen Mauerwerksvernadelung. Bis Ende der 70er Jahre sind verzinkte Luftschichtanker verwendet worden, die jetzt nach und nach verrosten. Um eine Standsicherheit der Verblendfassade zu gewährleisten, ist es erforderlich, eine nachträgliche Mauerwerksvernadelung durchzuführen. Dafür gibt es verschiedene Systeme. Zum einen Verbundankersysteme, die sehr aufwendig und teuer sind, und zum anderen unser relativ kostengünstiges und vor allen Dingen schnelles Verfahren. In unserem Verfahren müssen Sie lediglich ein 6 mm Führungsloch durch den Verblender bis ins Hintermauerwerk bohren. In dieses Führungsloch treiben Sie dann unseren Luftschichtsanieranker ein. Damit sind Sie fertig. Der zweite Bereich sind Spiralankersysteme für die Riss- und Sturzsanierung. Bei diesen Systemen ist es erforderlich, den Mauerwerksriss wieder kraftschlüssig zu verschließen. Das heißt, die beiden Mauerwerksteile müssen wieder kraftschlüssig miteinander verbunden werden. Dazu schneiden wir die Lagerfugen quer zum Riss ein, spülen sie mit Wasser aus, bringen unseren Spiralankermörtel ein und legen in den Spiralankermörtel unsere Spiralanker ein. So verbinden wir die beiden Rissufer miteinander und können den Riss dauerhaft verschließen. Wie unterscheiden sich Ihre Spiralankerprodukte von denen der Mitbewerber? Im Herstellungsverfahren. Wir produzieren nach einem patentierten Herstellungsverfahren, das es uns ermöglicht, sehr viel höhere Zugfestigkeiten bei geringeren Nominaldurchmessern herzustellen. Wo genau liegt die Innovation bei Ihren Spiralankerprodukten und der Vorteil für den Verarbeiter? Eine Innovation ist zum Beispiel unser patentiertes Setzwerkzeug für Luftschichtsanieranker. Dieses Werkzeug ist sehr kostengünstig und klein und ermöglicht so ein einfaches Einbringen der Luftschichtsanieranker. Ja, also innovative Lösungen hier auf der Bautech 2012. Herr Hachmeier, vielen Dank für das Gespräch und Ihnen noch viel Erfolg hier auf der Bautech. Ja, besten Dank. Liebe Zuschauer, so viel von uns für den Moment. Vielen Dank, dass Sie auch hier wieder mit dabei waren. Tschüss und auf Wiedersehen.